Mit 2.4 zeigen Sie, dass sich das Volumen V der Pyramide ABCPN in Abhängigkeit von x wie folgt darstellen lässt. Volumen in Abhängigkeit von x sind 146,67 minus 10,80 x Kubikzentimeter. Okay, wir brauchen ein Volumen einer Pyramide. Gehen wir jetzt mit Formelsammlung und suchen uns die Volumenformel raus von der Pyramide. Die ist hier zu finden. Ja, Pyramide, allgemeine Pyramide, ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Also Volumenpyramide ist gleich ein Drittel mal, hoppla. So, und jetzt brauchen wir die Grundfläche unserer Pyramide. Gehen wir mal hoch in die Zeichnung und schauen uns an, was haben wir als Grundfläche. Können wir auch aus der Angabe rauslesen. Grundfläche ist das gleichschenklige Trapez ABC. Ja, können wir uns auch nochmal eine Skizze reinmachen. Hier. Gleichschenkliges Trapez ABC, halt links war der Punkt C, da haben wir hier A und hier haben wir ein B, zusätzlich haben wir noch hier den Punkt M, der in der Mitte zwischen A und B liegt. Wir wissen, CM sind 8 cm, AB waren 10 cm und jetzt brauchen wir einfach nur die Flächenformel vom Dreieck, 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Wir sehen sofort, AB ist Grundseite, CM ist die Höhe, kann man also gleich einsetzen. 0,5 mal, ich schreibe es nochmal allgemein, CM mal AB. Und jetzt brauchen wir noch die Höhe von der Pyramide. Achtung, nicht vom Dreieck, sondern von der Pyramide. Schauen wir auch nochmal rein. Die Höhe von Pyramide ist nichts anderes als die Strecke von P nach K. Funktionell abhängig heißt PN, KN brauchen wir in dem Fall. So, wir erkennen, CM und AB, wie gesagt, haben wir schon. Was wir noch berechnen müssen, ist PNKN. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen. Gehen wir nochmal in unsere Zeichnung oben rein. Möglichkeit 1 wäre zum Beispiel, ich suche mir ein Dreieck, in dem möglichst viel bekannt ist und in dem die Strecke PNKN drin ist. Achtung, ich benutze jetzt die Strecke P1K1 immer als Beispiel zu erklären. Der Unterschied ist, dass jetzt hier bei funktionaler Abhängigkeit diese 4 nicht mehr gilt, sondern hier jetzt wieder x Zentimeter drin liegen. Das muss man beachten und dann einfach logisch miteinander kombinieren. Also PNKN ist hier zu finden und liegt zum Beispiel in diesem Dreieck drin. Das ist rechtwinklig, also funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. Ich kenne die Strecke von M nach PN, das sind nämlich 13,6 minus die x oben. Ja, also die darf man jetzt als bekannt setzen. Unten kennen wir noch bei K1 einen rechten Winkel, mehr kennen wir noch nicht. Allerdings lässt sich hier noch ein Winkel berechnen, nämlich der hier bei M, den kriegen wir aus der Innenwinkelsumme, wenn wir ins große Dreieck CMF gehen. Ich markiere es mal schnell. Ja, ein großes Dreieck CMF, ich kenne 90 Grad, ich kenne oben den 36,03, also kann ich den bei M über die Innenwinkelsumme berechnen. Dann hätte ich Winkel und die Gegenkathete dazu. Die Hypotenuse ist bekannt mit 13,06 minus, 13,60 minus x, also kann ich zum Beispiel über den Sinus rechnen. Zweite Möglichkeit, ja, man sieht es vielleicht schon anhand der Dreiecke hier. Ich habe zwei Dreiecke, die PNKN liegt parallel zur FC und damit funktioniert auch ein Strahlensatz. Ja, es gilt immer, Strecke vom kleinen Dreieck zum Strecke vom großen Dreieck ist gleich klein zu groß. Oder ich kann auch zwei Strecken vom kleinen Dreieck gegenüberlegen und dann die zwei Strecken vom großen Dreieck. Der ist sehr flexibel einsetzbar. Gucken wir mal, was wir haben. Die P1K1 müssen wir jetzt berechnen, das ist okay. Dazu passend ist die FC, das ist die Strecke vom großen Dreieck mit 11 cm, die kennen wir auch. Dann vom kleinen wieder die Strecke von M nach PN, ist nämlich 13,60 minus x. Und die Strecke von M nach F, also entsprechend des großen Dreiecks, sind 13,60. Somit kennen wir alle Strecken für einen Strahlensatz. Gut, setzen wir an. Ich fange immer mit einer Unbekannten an, PNKN, also das möchte ich berechnen. So, geteilt durch die entsprechende Strecke vom großen Dreieck, das war die Strecke CF, ist gleich, jetzt brauche ich wieder eine kleine Strecke, das war von M nach PN. Und zugehörige große Strecke, das war von M nach F oder FM. So, setzen wir alles ein, was bekannt ist, PNKN.
Dann CF waren 11 cm, ist gleich MPN, ach, das haben wir vorhin schon geklärt, 13,60 minus x. Und unten noch die MF, das waren die 13,60. So, der Grund, warum ich mit der Unbekannten immer anfange, ich habe jetzt weniger Arbeit beim Umformen. Ich muss jetzt nur noch hier die CF aus dem Nenner wegbringen und dann habe ich eigentlich schon meine Strecke PN. Das bekomme ich immerhin, wenn ich durch den Nenner, mit dem Nenner mal nehme. Dann war der mit Multiplikation auf die andere Seite, also PNKN ist gleich. So, Achtung, hier brauche ich jetzt unbedingt noch eine Klammer, weil das komplette Ding mit 11 multipliziert wird, geteilt durch 13,60. So, das kann ich jetzt noch ausrechnen. 11 geteilt durch 13,60, die kann ich sofort berechnen. Und dann mal 13,6 bzw. nochmal minus x sind dann 11 und minus 0,81x Längeneinheiten. Prima, damit kenne ich jetzt alles, was ich für meine Volumenformel brauche. Hole ich den nochmal her. Volumenpyramide ist gleich 1 Drittel mal 1 Halb mal. Jetzt hatten wir die CM mit 8, wir hatten die AB mit 10 und mal 11 minus 0,81x, also unsere Höhe PNKN. So, die ersten vier Zahlen kann man einfach in den Taschenrechner tippen und dann mit 11 multiplizieren und dann kommen die 146,87 raus. Nochmal die vier Zahlen multipliziert mit den minus 0,81, da kommen die minus 10,80x raus. So, machen wir noch Kubikzentimeter dahinter. Hier hätte ich eigentlich auch Zentimeter schreiben können. Passt. Ja, und wir haben unser Volumen in Abhängigkeit von x.